Vito, ich muss dir noch was sagen. Ich bin schwanger von dir. Es geht um Mama. Raus davon. Was ist mit ihr? Sie ist krank, Vito. Sehr krank, schon seit Wochen. Und es wird einfach nicht besser. Oh, dieses Blöde. Hör zu, Franny. Geh zu Joe. Er soll dir mein Erspartes geben. Hol den besten Arzt, den du finden kannst. Und den Rest behältst du als Hochzeitsgeschenk. Vito. Das meine ich ernst. Ich werde es in den nächsten Jahren nicht brauchen. Die Zeit ist leider schon um. Und pass gut auf Mama. Mhm. Sag ihr, ich habe... So ist es in jedem Sturzgefängnis. Und danke, Vito. 30 Sekunden dürfen sie mit seinem Besuch nur unterhalten. Eine Woche später. Los, los, Skeletter! Eure Scheißhäuser putzen sich nicht von allein! Arschloch. Du mieses Stück Opfereimer. Na gut, was Scheiß ausputzen ist, kann auch lustig werden. Aber ich muss sagen, es schaut echt sehr authentisch aus. Was Scheiß aus, okay. Darüber das? Oh. Ah, das riecht schon so nach Hinterhalt. Ja genau, wir Bullen wollen denn die Scheiße aus und bewachen, ey. Die neue Putzform, hm? Komm mit. Figlia mia, puttanara, mamma mia, rensaccia tu. Sette pilo, piscaioli, isse vai, isse vene, sembolo pesce, maledetto. Da wird wahrscheinlich wieder irgendein Scheiß von der GEMA kriegen, weil irgendein so ein Spielcharakter einfach nicht so schnauzen und da schreien kann und dauernd irgendwas singen muss, was sicher GEMA geschützt ist. Haltet jetzt die Klappe, und zwar alle! Ja, danke. Ja, das war wieder mit Sie. Danke, danke, danke. Was ist jetzt? Müsst ihr das die ganze Zeit machen, oder? Was ist das erste Grund? Das muss ich jetzt auch nochmal wegmachen, oder? Tatsache. Wo hängt's, Mann? Ja, genau, du Penner. Mhm. Du Ficker. Hey, das ist immer noch voller Dreck. Ach, jetzt Maul. Leck mich doch. Das ist Kacke. Echt, das ist wie so ein kleiner Perverser steht da hinter mir. So. Ah, yeah. Ah, oh, putz das Klo. Ah, oh, yeah, du machst meinen Stock ganz geil. Ah. Oh. Okay, das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kropfzeug unter die Dusche gehen. Oh, danke. Vorwärts. Echt nett von dir. Okay, Skeletta. Klamotten runter und ab unter die Dusche, wenn ich bitten darf. Okay. Gehen wir duschen. Wohin? Daher das. Tatsache. So, dann da endlich am Arm. Da hat er was. Was ist denn das? Wieso hat er das? Verdammte Scheiße. Was jetzt gar nicht mehr? Wieso dauert das so lang? Bewegt eure Arsche. Oder? Hey Frankie, wir haben hier noch eine Kleinigkeit unter Männern zu erledigen. Geh raus und rauch meine Kippe. Geht klar. Amüsiert euch gut, ihr perversen Säcke. Sagt der perverseste überhaupt, du hast mal mit dem Kloschrubben zugeschaut hat. Ich finde deine Narben ziemlich aufregend, mein Hübscher. Woher hast du die? Tut mir leid, Schwuchtel. Du hast dir den falschen Arsch ausgesucht. Wir können's auf die sanfte Tour machen. Oder auf die harte Tour. Such's dir aus. Ich geb dir einen Rat. Fick lieber deine Knastschwester. Oder noch besser. Fick dich selbst! Okay. Ich mag's sowieso lieber hart. Ja, ja. Komm her da! Jetzt steigt ne... Ja? Aha, was? Scheiße, der kann kämpfen, was? Aha. Beeil dich, Elby, wir haben nicht viel Zeit.
Jawohl! Oh, was? Oh. Hey! Mit dem Moment. Knie in die Fresse! Was zum Teufel geht hier ab? Und wo ist Frank? Oh, ich werde schon wieder verprügelt, verdammte Scheiße. Wieso krieg ich hier übers Maul? Rein mit dir, du kennst das ja. Das ist heute für dich gekommen. Wirf mal einen Blick drauf. Könnte wichtig sein. Mama war gestorben, während Francesca mich besuchte. Statt für einen guten Arzt und ein Hochzeitsgeschenk ging jeder Penny, den ich besaß, für die Beerdigung drauf. Das ist scheiße. Mr. Galanti will dich sprechen. Komm mit. Schön, dich zu sehen. Was ist passiert? Die Iren wollten ihre Chancen verbessern. Ein paar von ihnen haben Pepe gestern aufgelauert. Das waren mehr als nur ein paar. Wir sollten ihnen diese Scheiße nicht durchgehen lassen. Was habt ihr denn vor? Pepe hat sich was ausgedacht. O'Neill trainiert gerade. Und zwar mutterseelenallein, hinten bei den Hanteln. Keine Wachen, weit und breit. Prügel die Scheiße aus ihm raus. Brich ihm ein paar Knochen, wie sie es bei mir gemacht haben. Alles klar? Ja, alles klar. Na dann, komm mit. Hals- und Beinbruch. Witzig. Ich stehe hier schmiere. Wenn Wörter kommt, gebe ich laut. Okay. Dann los, zeig's ihm. Ja, gib laut, Wuffi, gib laut. Hey, O'Neill. Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Das trifft sich gut. Ich mit dir auch. Okay. Komm her, Tussi. Au, 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 au. Jawohl. Von wegen. Nochmal. Fuck. Reicht's dir? Nochmal. Fester. Ich hab ja jetzt auf Deckung gedrückt. Diesmal sind wir. Ja, dann wollen wir was sehen, wie wir da. Ganz nett, Tussi. Aha. Deine Macht. Jetzt gebe ich dir den Rest. Ja, ja, gib ruhig. Oh, scheiße. Ich hab ihn erdruckt. Na, stirb ich gleich, oder was? Diesmal. Jawohl. Jawohl. Scheiße, bist du aus Beton? Da musst du dich schon mehr ins Zeug legen, Süßer. Na gut. Komm her. Und, ah, fuck, jetzt hat er gekontert. Ich bin noch nicht fertig. Jawohl. Was ist jetzt? Ja, genau, mit dem Messer. Ah, du miese Stücker, jetzt krepier doch endlich. Halt deine Fresse. Jawohl. Also für das, dass es so Halswunden ist, spritzt da ziemlich wenig Blut. What the fuck? Sie haben nie herausgefunden, wer es war. Leo kannte die richtigen Leute und ließ mich in seine Zelle verlegen. Das ist eine Zelle? Das schaut aus wie ein Wohnzimmer. Das Leben wurde von Minute zu Minute besser. Und Vito? Was hast du vor, wenn du aus diesem Drecksloch rauskommst? Weiß ich noch nicht. Eins steht jedenfalls fest, ich arbeite nicht wieder für Clementi. Ja, halt dich am besten von dem alten Schweinehund fern. Glaub mir, Alberto ist nur ein dummer Wichser. Und den Anwalt hat er dir garantiert nur spendiert, damit er aufpasst, dass du nicht singst. Aber keine Sorge, das wird ihm noch leid tun. Leute für Geld in die Familie aufzunehmen, das verstößt gegen unser Gesetz. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Muss er das? Ich dachte, Clementi ist der Boss. Du hast offenbar keine Ahnung, wie der Laden läuft. Pass auf,
Es gibt mehr als eine Familie in Empire Bay. Es gibt drei. Und jede kontrolliert ihr eigenes Gebiet. Für alle gelten dieselben Gesetze. Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, treffen sich die Familienbosse und klären die Sache. Auf höchster Ebene. Na toll, heißt das, ich krieg auch Ärger? Nein, 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 wie kommst du denn darauf? Du bist jung, hast Krebs und du kannst deinen Mund halten. Du bist genau die Sorte Mann, die jeder gern in seinen Reihen hat. Ja, aber ich kenne die anderen Typen nicht mal. Neben Clementi gibt es noch zwei Bosse. Der eine ist Carlo Falcone, der andere Frank Vinci. Carlo ist jung und ehrgeizig. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Ja, das auch. Ein Emporkömmling, während Don Vinci ein Ehrenmann ist. Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Vincis Consigliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito? Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann? Sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Lecker. Irgendwas mit irgendwas in einer Pfanne gebraten mit hölzernen Kochlöffel. Was in Gedenken an F. Potenza? Was? Okay, wir haben schon wieder kein Zwischensound mehr, so kein Hintergrundsound mehr. Das Spiel ist verpackt. Früher war das nicht so. Echt strange. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Ja, schön, wenn man da keine Musik... das kann vielleicht wirklich an der Musik liegen. Dass da nur Musik im mitläuft. Ja, dürft ihr euch bei der Gamer bedanken. Ist schon wirklich komplett anders aus. What the fuck? Hallo? Ups, Entschuldigung, bitte nicht. Du stehst mir im Licht. Ja, fick dich. Hey, pass bloß auf. Bla 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 bla. So, wir schauen jetzt wieder zum Joe, oder was? Steht da sein Name, ja? Barbaro, stimmt, da ist er. Gut, der müsste dann eigentlich innen in derselben Wohnung wohnen. Oben, oder? Oder nicht? Oh, hi. Bist du deppert? Zieh Leine, Kleiner. Die macht ja schon teilweise Pornostars Konkurrenz. Mit dem Vorbau. Wahnsinn. Vito! Hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein, komm rein. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey, es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste. Ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du eine willst. Ah, hier. Kann man immer brauchen. Was hast du jetzt vor, wo du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar. Ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass sie dich da drin bekehrt haben. Nein. Ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt. Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst. Ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. Wir nehmen meinen Wagen und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Hey, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Schon gut, ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Okay. Schau mal geil, dass ich eine Bude habe jetzt endlich einmal noch. Wie lange sind wir da jetzt schon? 5, 6, 7, 8 Jahre? Keine Ahnung. F entstecken. So.
Schön, dass du wieder da bist. Ist nicht schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast du denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, bin ich zur Falcone-Familie und habe für sie gearbeitet. Echt? Ja, wart mal den Abend ab. Wie gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen, ich verrat's dir sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich, ich habe das wochenlang geplant. Das ist es ja gerade.